mit zwei Leuten, die reingehen, kann man natürlich einen Baron schlecht fertig machen. Im Bronze hätte man uns wahrscheinlich weiter versucht und da könnte Akali jetzt sterben. Nee. Da hat ein Auto der gebildet und Akali kommt und killt ihn sogar noch. Oh mein Gott. Wird das ein Tower Dive? Nee, das wird kein Tower Dive, okay. Das wird ein Tower Dive. Nee. Okay, Tower fällt auf jeden Fall. K6 macht schon mal nach vorne, findet aber nichts mehr zum Angreifen. Kriegt sogar noch einen Tower Schuss ab. Sollte sich jetzt zurückziehen. Was war das denn gerade von ihm? Er hätte doch einfach nur aus der Range rausgehen müssen. Was war... Ich raff's nicht. Sehr schön, der ist dann. Und wenn die Tristana jetzt noch den Jump hat, dann wir sind eigentlich sogar tot. Natürlich ist Vega da, der könnte noch dodgen. Ah, okay. Gleich fliegt der Cage von Vega. Noch nicht. Und der Supporter, die Syra, fängt jetzt an zu farmen. Die fängt jetzt an, sich Farm zu holen. Tristana macht hier die Wards kaputt. Gegner Team. Oh, okay. Tristana geht auf die Top-Lane. Auch Bot-Lane wird langsam eingepusht. Die haben ein Map-Wishing, das ist echt unglaublich. Da komme ich gar nicht mit, weil einfach aus dem einfachen Grund, weil ich es gar nicht so gut kann wie die. Da fällt der Mid-Tower vom blauen Team. Akali steht. Ich würde da jetzt weggehen. Und K6 rennt rein. Ob das so eine Weise ist. Oh, Stun verpasst. Und wenn Akali da jetzt rankommt, dann wird das... Oh, nein, 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 verschwindet da, oh mein Gott. Verpiss dich. Das war's, Akali ist tot, auf jeden Fall. Das war, die hätten schon beim Malphite weggehen sollen, das war schon zu viel. Und jetzt stirbt, glaube ich, auch noch Syra, wenn er den Cage... Ja, er hat Cage. Syra tot, Ulti noch gezündet. Auch das, aber den verkackst du sogar, okay. Gut, natürlich, jetzt sind zwei tot. Wird wahrscheinlich der Baron wieder versucht. Der ist aber diesmal gewardet worden von... Ich glaube, Tristana vorhin. Baron wird nicht gemacht, okay. Die Leute rennen zwar alle rum, aber wird nicht angegangen, der Baron. Wahrscheinlich doch ein bisschen Angst vor der Rehe und der Tristana. Okay, die beiden gehen weg. Und jetzt wird Zeit, wieder zu pushen. Ich würde die Botlane jetzt echt pushen. Und der Red Blue Buff steht auch noch da. Den könnte Tristana sich holen jetzt in dem Moment. Da holt sich der Serrat den eigenen Blue Buff. Ihr habt unsere Tristana direkt den Blue Buff ab. Akali brauchen ja jetzt nicht wirklich Abklingzeit vor Verzögerung. Na gut, aber wen interessiert's? Und da wird wieder gewordet, ordentlich. Das ist so dieses in Gruppen rumrennen und worden. Und oben Fight zwischen K6 und ich würde sagen K6 gewinnt das easy. Ja, K6 gewinnt das richtig easy. Oh, nice Ulti, aber das könnte... Ja, das war's für ihn, glaube ich. Eine W, ja. Okay. Aber K6 stirbt. K6 stirbt, das kriegt er niemals hin. Vayne hat ja, wenn Vayne auf dich, auf Gegner zurennt, kriegt ja 20% extra Laufspeed. Ich weiß nicht sogar, ob sich das mit der dritten Stufe noch deckt. Schade, hätte beinahe noch bekommen. Und jetzt stirbt sie. Oh, Tristana kommt und die Ulti, setzt die Ulti. Ja, nice. Ach nee, da hat sogar Syra noch den Endspiel gemacht. Hat Tristana die Ulti gesetzt? Ja, hat sie. Und Vayne müsste eigentlich... Nee, okay, geht lieber weg. Schade. Vayne Ulti gezündet, jetzt weg. Momentan hat nur noch Vega seine Ulti, K6 hat Ulti, Akali ist sowieso immer Ulti. Okay.
Goldmäßig führt das blaue Team jetzt leicht. Aber es ist immer noch kein klarer Gegner aus, kein klarer Favorit auszumachen. Wir schauen mal nach dem Farm. 24 Minuten, 25 Minuten. Das wäre jetzt eigentlich ein Farm von 160. Also 200 wäre ideal. Sagen wir mal 160 geht auch noch, also sagen wir mal so 70-70 sind wir bei 140, ja 160 ist auch noch okay. Also Tristana hat auf jeden Fall einen sehr guten Farm, genauso wie Irelia. Auch der, wie heißt das, Serrat hat einen guten Farm. Vayne liegt noch 20-30 Farm hinten, ist aber noch akzeptabel. Die Jungler haben beide einen ganz okayen Farm, wobei natürlich Katzix weit vorne liegt. Wir sind, bräuchte vielleicht noch ein bisschen mehr Farm. Hat dafür aber auch ein paar mehr Kills. Kann man sehen, wie man möchte. Das Führer hat ein bisschen mitgefarmt in letzter Zeit, obwohl der jetzt auch stehen geblieben ist. Ist bei den beiden aber auch relativ egal eigentlich. Vega bräuchte jetzt vielleicht doch ein paar Stacks auf seiner Kuh. Ich glaube, es ist die Kuh. Weil dann macht er auch ein bisschen mehr Damage. Und Akali und Malphite haben beide recht wenig Farm, muss ich gestehen. Ja, dem hätte ich mehr erwartet. Aber okay. Und da Teamfight. Und da ist der Katzix gestorben. Könnte ich jetzt gar nicht richtig verfolgen, weil ich den Farm gerade gemacht habe. Da fliegt die Ulti von Serrat, einfach um ein bisschen Damage noch zu drücken. Ja. Man sieht doch, Serrat farmt unerbindlich immer weiter. Während, von Dings, wie ist das? Da Lesin, der farmt solche gar nicht mehr. Oh, Lesin kommt an und das könnte. Nein, das schafft er nicht. Da ist die Irelia ist in die Falle gegangen. Also lange ich brauche, um mir die Namen zu überlegen für die. Nice. So, da sind die Gildschlägs gefallen und tot. Und die Ulti hat dann nicht viel gebracht und er stirbt auf die Tristan. Oh nein, Tristan kriegt den Kill noch. Oh mein Gott. Da jumpt sie wirklich noch, kriegt den Kill und der Jump resettet sich sogar. Und auch Akali kriegt hier den Kill für Malphite ganz easy mit der Kuno. Sehr schön. Und da wird der Vision Ward kaputt gemacht, warum auch immer da hier ein Vision Ward steht. Das finde ich ein bisschen sinnlos, aber na gut, okay. Und der Baron wurde immer noch nicht gemacht, Minute 27 und es ist noch kein Baron gemacht worden. Es kam noch nicht dazu, dass jemand sich getraut hat, Baron zu kriegen. Tristana holt noch schnell den... Wow, wow, wow. Okay, da hat es aber Schwein gehabt jetzt, ne? Tristana holt noch schnell den Red Buff. Und das Sim fängt auch wieder an mit Farmen langsam. Sehr schön, nach, ich glaube, 10 Minuten wurde es endlich mal wieder Farmen. Tristana und Irelia hier ordentlich am Farmen. Irelia versucht Spotlane durchzupushen, Katzix pusht die Toplane, Split pusht. Währenddessen kümmert sich Syra ein bisschen um den Baron. Okay, das rote Team versucht jetzt hier unter... Ohoho, Rhaegar sollte weggehen, das schafft er nicht mehr. Der Baron? Oh, der Baron. Oh, ho, ho, ho. Und? Wer hat den bekommen? Das sind halt Baron gekündigt, okay. Da kommt der Engage. Ah, das war. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nur noch Tristana und Irelia. Aber Irelia pusht gut durch. Wenn Tristana mit der Ulti da reinjumpen würde, hätte sie vielleicht 1-2 Kills. Aber vielleicht doch zu risky. Irelia zieht sich auch back, weil sie gesehen hat, okay, die sind alle weg von der Map. Und Tristana verteidigt die Mitte. Das rote Team hat jetzt den Red Buff. Und beginnt auch langsam zu dominieren. Die Kills steigen. Aber auch hier muss ich sagen, 60 Kills nach 30 Minuten ist echt viel. 200 Farmer mittlerweile jetzt schon 2 erreichen, von Tristana und der Serrat. Ansonsten gibt es momentan nicht viel zu sagen. Wir können aber auf die Golden Vision schauen hier, wer hat das meiste. Oh, 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 Tristana! Jawohl, Tristana. Und Vega schafft den dann nicht mehr rechtzeitig. Sehr nice gemacht von der. Ich kann gar nicht hier irgendwie so rumswitchen.
Boah, ich hab's gerade gesehen, ihr könnt die ihr könnt das Video mal kurz anhalten, da steht ein Ward. Kriegt Tristana den? Ja, Tristana kriegt ihn, okay. Hier wurde von der Regel kurz ein Wardblatt gemacht. Und man sieht auch, es kaufen sich immer mehr Leute kurz die Red Wards, um einfach Vision aufzudecken und nicht wirklich selbst zu setzen. Und es haben auch alle Wards dabei, schaut euch das mal an. Also gut, der die Vayne und der Serra gibt nicht, aber eine Sinn hat Wards dabei, Vega hat Wards dabei, ein Gegnerteam Irelia und Syra. Die macht sich gerade die Teams für einen weiteren Fight bereit. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der Vega seinen Stun ordentlich setzt, dann ist das Team, da hat das Team gewonnen. Wenn hingegen die Irelia ordentlich fokust in dem Moment dann und dann die Syra ihren Stun, ihre Ulti haut, dann kann wieder das andere Team gewinnen. Das ist hier echt. Beide Teams haben gute Kombinationen. Da kommt die Syra Ulti richtig gut gesetzt, aber da ist keiner da zum Reagieren. Da war leider keiner da zum Reagieren und schade, also die Syra Ulti war gerade echt perfekt gesetzt, aber leider war da keiner da, der hätte reinspringen und reagieren können. Es war auch ein 4 gegen 5, da geht man ungern natürlich rein, aber na gut. Syra kriegt dir die Typ nicht tot. Und da stirbt Karzex, das schafft er niemals gegen die Vayne. Ne, war klar. Jetzt kommt Zerate, wenn er Pech hat, stirbt. Oh, da kommt Tristana. Tristana kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt schnell an ihm vorbei springen. An ihm vorbei. Ah. Ja, gute Ulti. Okay, war in dem Sinne. Und da stirbt sie. Jetzt stirbt sie noch. Keine Chance gegen 4 Leute. Und in der Zeit macht der Lesin auch noch den Dragon. Hat den Drachen getötet. Lalala, das ist vielleicht jetzt so langsam geht es natürlich in Richtung des roten, violetten Teams. Ah, Kali versucht ja noch jemanden zu kriegen. Oh, kriegt es noch hin? Sie killt noch einen, stirbt dabei aber. Was war das für ein Flash gerade? Ach, er wollte die Syra noch kriegen. Und die kriegt er auch, glaube ich. Ja, die Syra kommt da nicht weg, es sei denn, sie flasht jetzt in dem Moment. Melf hat eindeutig zu viel Mana, da brauchst du gar nicht versuchen, irgendwie so davon zu kommen. Und da ist sie gestorben. Aber der Katze kriegt noch jemanden in den Sinn. Und kriegt er noch? Ah, nee, da ist... oh mein Gott, den kriegt er noch. Oh mein Gott, den kriegt er noch. Komm schon, den kriegst du noch. Und wie er den kriegt. Ein Jump und das war's für ihn. Oder auch das. Und mit Irelia zusammen könnte man Melf sogar, aber Melf ist zwar weg, okay. Katzix versucht dann irgendwie hinterher zu rennen. Versucht vielleicht den Dragon zu machen, sieht, okay, Dragon ist weg, scheiße. Da war alles in früher da als ich. Aber goldmäßig führt das blaue Team noch und Irelia. Oh mein Gott, Vayne, du solltest dich jetzt echt da verpissen. Ja, das war's dann für uns. Ohohoho. Kriegen sie den? Ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Und Tristana holt sich da mal ganz eiskalt. Und den kriegt sie auch noch. Ey, den kriegt sie auch noch. Oh mein Gott. Doppelkill für Tristana. Richtig geil reagiert. Das Rot. Ich bin natürlich fürs rote Team. Einfach aus dem Grund, weil es in meiner Freundschaft ist, der natürlich ist. Aber das rote Team muss jetzt echt ein paar Kills haben, weil die Tristana muss rausgenommen werden. Die ist hart gefeedet. Und Lesin stirbt hier, glaube ich. Nee, schafft er noch weg, okay. Und jetzt die Ulti. Komm, jetzt die Ulti von Zerat. Die Ulti von Zerat, da komm.
Hat er die überhaupt? Ach, die hat er nicht. Ach, schade. Na gut. Aber war ein gutes Comeback vom roten Team. Jetzt muss natürlich die Top-Lane hier richtig durchgepusht werden. Und Baron scheint in 19 Sekunden ist Baron da. Versammeln sich schon die Fights hier. Das rote Team sieht so aus, als würde es bekommen, weil Akali fehlt. Ohne Akali kann da natürlich nicht viel gemacht werden. Das ist einer der Haupt-Damage-Drücker. Das wird wahrscheinlich ein Baron für das rote Team. Ein Cage von Vega, genau. Die wäre natürlich episch jetzt. Und da hat sich die Vayne den... Und da stirbt der K6 noch. Nee, war das K6? Nee. Aurelia stirbt. K6 hat überlebt. Und jetzt stirbt K6. Und sowas zerstört Spiele. Und auch Akali. Doch, Akali kriegt noch einen und kriegt sogar noch einen zweiten. Nicht schlecht gemacht von Akali. Schade. Ist ja beinahe noch ein dritter gewesen. Und da ist Tristana noch. Oh. Crit-Schaden leider nicht mehr geschafft. Hier ist eine Base zurückgegangen. Und zwei vom Gegnerteam haben noch den... Ne, drei haben noch den Baron. Drake, genau, Drake ist in 1 Minute 30 wieder ab. Und immer noch ist Gold nicht Vorteil. Das blaue Team hat mehr Türme, dafür weniger Kills. So wie es eigentlich sein sollte. Und, also man sollte mehr auf die Türme achten, auf die Kills meine ich damit. Nicht, dass man weniger Kills als das Gegnerteam haben soll. Syrah farmt hier wieder ordentlich. Und ansonsten, man sieht sich mal bitte die Farms an. 40 Minuten sollte der Idealfarm eigentlich sein, 320. Und da kommen einige fast ran. Tristana, Serat und auch Irelia sind da zwar ein paar noch hinten, aber das ist... Das ist wirklich ideal Farm. 80 Farm pro 10 Minuten ist wirklich hart. Da musst du echt was können. Und jeden Creep von treffen. Darum ist das der Idealfarm, den ich echt bei Challengern auf jeden Fall ansetze. Bei Diamanten, gut, sagen wir mal, bei Diamanten gehe ich von 70 aus, der Idealfarm, dann ist das ganz okay. Dann müsst ihr jetzt die meisten 280 haben und da seht ihr auch, da haben zwei das auf jeden Fall erfüllt. Der dritte und auch Vayne ist da ganz gut dabei. Und da super Cash. Und er killt er. Ja, die Vayne. Nein, er killt die Vayne nicht. Und da kommt Tristana und macht Doppelkill. Super, wenn sie. Ja, und sie hebt den Vega noch. Dreifach Tötung für. Und wenn sie Glück hat, kriegt sie jetzt sogar den Quadra. Den Quadra. Die kriegt jetzt den. Komm, gib mir doch. Schade. Das wäre so eine schöne Penta-Chance für Tristana jetzt geworden. Aber okay. Und das könnte das rote Team jetzt echt verlieren. 40 Sekunden nur noch einer da. Das könnte durchaus das Ende jetzt sein. Yep, das ist das Ende. Tja, das tut mir jetzt echt leid für die Vayne. Dass das Spiel so miserabel verlaufen ist für sie in dem Sinne. Aber es war auf jeden Fall ein richtig nices Diamant-Game. Man sieht den Unterschied, die Bewegung, die ständige Action im Vergleich zu dem Bronze-Game, was wir davor Let's Played haben. Und es hat auch 39 Minuten gedauert, wie das andere hat 38 Minuten gedauert. Und man sieht den Unterschied auf jeden Fall. Es war die ganze Zeit Gleichstand, es war immer gleich viel Gold ungefähr verteilt. Und im Endeffekt hat es dann wirklich ein einziger Teamfight gemacht, wo dann halt eine Dreifachtötung von Tristana war. Ja, sehr schön. Ich hoffe, das Kommentar hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und mal schauen, was wir dann jetzt playen. Tschüss!